Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier, zum Marsch. Ja, es geht weiter mit Umstallen der Schweine. Für den Wochenstart wünsche ich mal und ich gehe mal rein. Das war unsere Läufe erstmal. Das sind die Jungtiere. Hier geht sogar bunt mehrere Sorten rein. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe jetzt hier praktisch 16 Stück und da habe ich auch 16 Stück und entsprechend die Ferkel von der jeweiligen, oder das sind die Ferkel und die sind unten die Ferkel. Jetzt müsste ich normalerweise von denen, das sind, müssten 16 Schweine sein. Praktisch würde ich da jetzt die Hälfte. Das sind maximal 16, würde ich meinen. Ja, 16. Die Hälfte wären 8. Dann wäre das ungefähr ein Gleichgewicht von den Muttertieren her. Und von den Ferkeln nehmen wir dann auch die. Weiß ich auch nicht genau, wie viel drin sind, ne? Also 64 würden reinpassen. Also insgesamt, also dann geht noch 30 rein. Also 37. Und dann wäre der Umzug erledigt. Da hätten wir ungefähr Hälfte, Hälfte. Also da hätten wir hier 16 drin und da 6, ne 8. Und drüben ist dann noch das gleiche an Muttertieren. Fast näher an. Oben sind auch noch welche. Da unten ist Gemisch. Ja. Wir haben kräftige Gebiss, da kann man schon glauben dran, wenn man sie nicht beißen lassen, ne? Ja. Ich wollte nur gucken, was ich da als Futterkonzentrat habe. Oder nehmen kann. Ob Kartoffeln direkt oder ob ich dafür auch Rüben nehmen kann. Mal gucken, ne? Damit sie auch reproduzieren, ne? So kriegen wir regelmäßig Schweine für einen Schlachthof, ne? Die müssen ja sowieso noch verkaufen. In dem Fall als Schlachttiere, ne? So. Zusammen 13, ne? Seid ihr alle zusammen. Also nur 6. Passt. Da waren. Und die auch gleich. Also ich habe schon mal früher mal den Fehler gemacht, dass man praktisch über Nacht gemacht habe und dann unter schnellen Vorlauf und dann waren die Tiere tot. Also weg. Gut. Jetzt haben wir alle drinnen. Jetzt müsste ich googeln, was da unter Sachfutter gemeint ist. Die muss ich ein bisschen planieren und ein bisschen einebnen. Ich würde meinen, wir fahren einfach ein paar Rüben rein und ein paar Kartoffeln. Aber mit dem nicht, ne? So, hier auf Wiese können wir stehen bleiben. Da ist kein. Silage wird noch verkauft, oder? Ausrufezeichen.
Ja, wenn das Heu alle ist, dann der Futterroboter erstmal Sense. So, gibt es höchstens die Möglichkeit, dass ich mir das Futter dazu kaufe, ne? Die Option gibt es ja, ne? Ich würde mal ein paar Rüben nehmen. Von Rüben habe ich ja recht viele im Lager. Und da mal schauen, ob das funktioniert. Saftfutter wäre Rübenschnitzel. Das wäre ja nicht das Problem, dann muss man nur zu Zucker rüberfahren. Momentan 0,37, wir haben jetzt 3/4, aber ist gut. Das reicht dann aus. Wir haben ein bisschen was gemacht, ne? Entweder ist das Förderband alle oder ich guck mal, wie wir üben. Was zuerst kommt halt, ne? Probieren. Kartoffeln. Wo es ausschlägt. Dass hier eine Höhe höher ist, ist ein bisschen blöd. So. Wir gucken mal rein. Fehler keine. Wollte ich gleich gucken. Wollte da reingucken. Zwar Stall 1, da haben wir ja praktisch Futterkonzentrat 0. Eiweiß, Energiefutter haben wir jetzt 20-30%. Kartoffeln rein. Normalerweise werden die gekocht, ne, oder konserviert, ne? Saftfutter haben sie jetzt bekommen, okay. Dann wird sie mal gucken. Mit Raps und Zeug. Ich hab's echt vergessen. Ich hab's mal ausgedruckt gehabt. Ich hab's jetzt vergessen, was das für ein Futter war. Ne? Also Kartoffeln und Saftfutter. Müssen wir keine Rückenflüsse holen. So, ist das Förderband alle oder ist jetzt hier ein anderer Grund? Ne? Wir nehmen hier alle im Stau. Das Förderband ist alle. Oh, leer. Ein bisschen nach vorne fahren. In die andere Richtung fahren, ne? Dann bringen wir durcheinander. Kommen jetzt rückwärts. Das, die Lenkung ist extrem sprunghaft, also. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Mein Radlader möchte ich hier auch nicht fahren, also. Ist nett, aber Lenkrad. So, ist das Rad hinten, ne? Die andere Richtung, Junge. Oh. Bisschen zurück. In dem Fall ist er vorwärts. War schon ganz gut. Dann sind auch alle, ne? Mehr oder weniger, ne?
Muss nur gucken hier, was drin ist. 149.000. Ne, 138.000 ist drin. Das ist ein bisschen irreführend, also. Wenn das erste Lidl leer, also wenn das verkauft ist, ne? So. Gucken wir mal. Da finden wir jetzt raus, was hier vor der Konzentrat ist. Kaufen müssen, ne? Kartoffeln und Sachfutter. Wollen es drüben auch sein. Migration ist Quatsch, Silage ist auch Quatsch. Mineralfutter. Probieren. Wenn nicht, können wir es in den Kühen fahren, ne? Oder auch notfalls. Mineralfutter wäre schon teuer. Angezeigt wird. So. Null. Das wollte ich sehen. I. Das ist Mineralfutter. Oh ja, okay. Bin aber versorgt. Ich habe es alle. Also ich kann nicht erkennen genau, wie wir gesamt drin sind. Das soll ich jetzt mal egal. Also immer versorgt sind sie. Und das machen wir dann morgen weiter. Beziehungsweise später. Was haben sie auch erstmal? Bei der Geschwindigkeit ist das kein Problem. Problem ist nicht bei mir. Ich muss das nämlich ein bisschen verkaufen. Angefangen bei den Fischer, also wir werden viel Geld verdienen. Also weil er einmal stehen lassen. Den Stahl, den Anhänger, wenn wir jetzt wieder zurückbringen. So. Unterstand, ne? Besten Platz haben die ja nicht in dem Sinne, wo frei ist. Und, im Prinzip wäre es besser, wenn man sowas hätte, ne? Ist er noch wieder alle oder? Ist er ein Scheiß hier? Nicht klappt. Ja, das hört sich total an, dass ich das nun ein Anhänger geht. Aber zwei sind, dann ist es schwierig. Dann müsste ich den Punkt weitergeben, ne? Also verschieben und beladen. Das ist eh nur provisorisch. Ich muss die Tastatur mal rein, diese ganz so schnell. Tastatur geht mit Lenker mal zurück. Beim Lenkrad ist das nicht so. So. Soll das funktionieren? Es sieht zwar nicht viel aus, aber da ist das Ende ist ganz viel drauf. Das sollte man auf keinen Fall das Spiel beenden, wenn das Förderband noch voll ist. Das ist dann fies, ne? Ja. Dann stehe ich im Weg, ne? Also. Ja, BGH müsste ich auch noch umgestalten. Das ist mir so noch nicht ganz perfekt.
gefällt mir nicht so. Die Brücke müssen beide parallel laufen. Einzig, nicht gegengefahren. So. Ja, verkaufen von Gütern, ne? Ich musste den Fischer stilllegen, weil da nichts produziert werden kann. Lager voll. So, der Anhänger ist nicht mehr hier. Wo ist er jetzt? Unterstanden, ne? Wer gehört? Ja, größere Solarzellen, mehr Strom, ne? Also aktuell haben wir genügend Strom. Also nach fünf Windräder und ein paar neuen Solardächern haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Strom, obwohl die Produktion ja teilweise nicht laufen, ne? So, wir haben jetzt ab zum Fischer. Gucken hier, F1. Paletten haben wir drauf, ja. Tank ist voll, okay. Wasser steht auch. Ist mir egal sein. Hering und Wolle ist voll. Bloß ein anderes Zeug, ne? Also den großen Anhänger nehmen. Musste ja schon Kompass abholen, weil er auch schon voll war. So, ich muss überlegen, links muss ich fahren. Weiß nicht genau, wo die alle stehen. Dann werden wir noch die Grasflasche verkaufen. Aber die war bei 96%. Dann spätestens heute Abend oder morgen früh. Wir können so ziemlich alles jetzt mal durchfahren und verkaufen. Wird allerhand reinkommen. Wälder muss ich haben und Produktion würde ich noch abwarten. Denn wir haben keine Leerpaletten, müssen wir mal schauen, dass das läuft. Ne? Papier würde ich erst verteilen oder Papier, ne? Ich muss mal durchschalten, irgendwas ist faul. Denn irgendwo stehen die. Je Milchbar voll, würde ich meinen. Dann stellen wir mal was beiseite. Das ist hier. Ich muss einen Umstand auf mich verkaufen, ne? Später. Woanders stehen sie nicht. Wasser läuft. Hier schon, oder? Ich sag noch eins, das ist auch ein ähnliches System. Ne? Wettermann ist immer so empfindlich. Beim Fahren.
Das ist ja nur im Prinzip jetzt, dass er das den Rest abgibt, ne? Und dann ist gut. Jetzt alle. 0-0. Da steht draus 4000, aber in Wahrheit sind es dann doch deutlich mehr. So wie hier sind es 4000, nur 3000. Gut. Du darfst verkaufen. Mehr Mais kommt nicht. Erste Silo ist leer, so. Scholle und Fisch. Scholle und Hering. So. Es passen 78 drauf, wir nehmen es dafür. Knappe 40. Gehen wir auch drauf, ne? Mal gucken. Was wäre das Maximale? Gehen wir zurück auf 1 Bogen rein, ne? Maximal bei 20 Paletten. Die können wir nehmen. Dann nimmt er nicht auf. Dicht dran, ne? Weit weg. Ohne angeschaltet. Jetzt den Hering. Hering. Okay. Bum, 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 bum. Hering ist auch draußen. Den Rest nehmen wir nachher. Guck mal. Da nehmen wir ruhig 7 Paletten. Dann, 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 dann. Und Rolle. 6. Dann haben wir noch Muscheln, Muscheln gehen Verkauf. Krabben noch. Krabben. Dann nehmen wir ruhig die 8 Paletten, das ist eh fast voll. Und ich werde den Bruder gleich mal wieder aktivieren. Futterkonzentrat. Oder mindestens noch eine Mischfabrik bauen. Also. Ah, da muss ich immer überlegen, wie am besten baue, dass das hinpasst. Ne? Mist ist alle. Das ist für voll. Da wollen wir gucken. Wo dabei sind. Silage. Das aktiviert. Mist. Aktivieren. Mist. Da muss man ja gucken, dass er. So. Den Fischer aktivieren. Der braucht zum Glück nicht viel. Der braucht nur Leerpoletten und Diesel. Wartung und Strom. Und das wird dauert zu wenig. Also. So. Das hätten wir jetzt. Den Dieselfahrer, den lassen wir stehen. Weil der ist hier ähnlich wie voll. Du musst hier höchstens zum Hof fahren. Ja, ist ja. So, Scholle haben wir drin. Scholle. Ich weiß, der Preis ist bestimmt jetzt schlecht. Aber das ist mir jetzt mal egal, weil.
Fisch ist eigentlich immer teuer. Und roher Fisch ist ja eigentlich Aldi. Edeka, Lidl. Heringe wäre bei auch bei Aldi. Nee, bei Edeka. Krabben auch bei Aldi. Hummer. Edeka. Lidl. Da fahren wir hin. Geht ja ums. Im Grunde würde ich nicht so weit fahren, ne? Jetzt ein Laternenfall, auch gerade so. Was wollen die haben für Toilettenpapier? Toilettenpapier. Also mit Lager mache ich nicht, weil einfach nicht für die Zeit fehlt. Ne? Toilettenpapier, höher glaube ich. Kommen wir so viel Waren dazu. Papierrolle, toll. Das ist von DLC. Also müssen wir eigentlich deaktivieren, aber dann wäre, weiß ich, ob das so gut wäre. Kleine Klopapier hält sich alles in Grenzen. Das ist minimal. Also wegen 30. So. Tun wir auch noch, ne? Hier geht's nicht angenommen, ne? Hoffe ich mal, ne? Ist ja festgebunden, ne? So, Toilettenpapier. Das ist jetzt hier auch neu. Na, neu, schon eine Weile. Also, dass jetzt hier die Punkte da sind, ne? Ob ich die raufkriege auf dem LKW, ob ich nicht kriege, wenn die anders geht, halt nächste Mal, ne? Den Rest. Vom Gewicht sicherlich garantiert, das wiegt ja auch nichts, ne? Ja, das sind die 2, 3 da vorne, ne? Na egal, wir fahren zum. Wir fahren jetzt zum. Lidl, haben wir gesagt. Nur nicht umkippen jetzt. Das hier über den LKW ein bisschen blöd, dass man mit C mehrmals drücken muss, ne? Uns jetzt mal daneben und guckt dann von da an. So, in Kobingstraße mit dem ungünstig. So, verkaufen. Und dann, ja, große Ratespiel. Was meint ihr? Ich krieg mal mit 4 Millionen Einnahmen. 4 Millionen ungefähr. Fisch ist meistens sehr teuer und Fisch haben wir sehr viel. Ich weiß, viele schauen jetzt nicht mehr rein. Bis zum Schluss. Nicht weiter schlimm. Aber der große Stamm. Also sehr viele schon sehr lange, also sehr weit, ne? Okay. Bei einigen voll. Hier die dusseligen Fußgänger hier. Q3 waren ja gewesen. Oh, doch nicht so viel.
1,3 steht da. 1,1 Million auch noch was. Das ist aber drauf, ne? Oder? Gut, leer. Ja, das soll schon mal gewesen sein. Ist aber schon Dank. Ich muss hier reinschauen. Tschüss, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.